Dienstagabend, kurz nach acht, naja, viertel nach acht. Wir sitzen bei Gläumes in Krefeld. Herzlich willkommen bei Lorenz Schwade. Die Krefelder Talkshow, wie immer hier von Gläumes aus. Und wie man vielleicht an den Netzwerken hinten irgendwie im Internet nicht sieht, aber hier vor Ort hört, wir sind mit neuen Mikrofonen ausgestattet. Man kann jetzt alles im Raum hören, was hier gesprochen wird, ohne dass einer der Gäste sich anstrengen muss. Wir sind vogelwild. Wir haben heute natürlich wieder hervorragende Gäste, nämlich Nina Belefanti und Uli Bohnen. Und Uli Bohnen haben wir besucht an seinem, nennen wir es mal, Arbeitsplatz. Ist das despektierlich? No, nein. Ist okay. Hallo, ich bin der Uli Bohnen, Geschäftsführer vom Krefelder Wirtschaftsclub. Im Herzen bin ich aber Kurator der Kinderschutzstiftung It's for Kids. Der Mann hat keine Ahnung von Kleidergrößen und auch bei Cognac kennt er sich nicht aus. In Nettetal geboren, zog es ihn aber immer schon in die Welt. Und dennoch bleibt er heimatverbunden. Er interessiert sich für Menschen und deren Geschichten und Tätigkeiten. Wenn er über Netzwerke spricht, sind in der Regel keine Computer gemeint. Seit rund einem Jahr ist er der Geschäftsführer des Wirtschaftsclubs in Krefeld. Leute kennen, Interessen und Interessierte miteinander verbinden, war schon immer seine Leidenschaft. Und daher hat er das auch zu seinem Beruf gemacht. Freiheit ist sein höchstes Gut und deren Verlust wäre sein größtes Unglück. Der Sammler von Visitenkarten ist ein guter Teamplayer und behauptet von sich, keinen Spleen zu haben. Seine starke soziale Ader lebte er bei der Organisation It's for Kids aus. Seine berufliche Erfahrung als Netzwerker bei 100 hoch 3, einem Netzwerk, das sich um regionale Angebote bemüht, hilft ihm dabei ebenso wie seine Tätigkeit im Wirtschaftsclub Krefeld. Seine berufliche Aufgabe der nahen Zukunft ist es, den Standort Krefeld im Deutschland- und weltweiten Verbund der Wirtschaftsclubs aufzubauen und zu festigen. Begrüßt mit uns den Netzwerker Uli Bohnen. Dankeschön. Ja, also wir haben uns ja tatsächlich über dieses Netzwerk 100 hoch 3 kennengelernt. Magst du da noch irgendwas zu sagen oder ist das für dich so ein abgeschlossenes Kapitel, dass du da raus bist? Nein, überhaupt nicht. Ich bin überhaupt nicht raus. Im Gegenteil, ich bin auch Gesellschafter mit bei der 100 hoch 3. Das ist ein lokales Netzwerk, das Unternehmen verbindet, lokal, und zwar den Endverbraucher mit dem Kunden verbindet. Da gibt es verschiedene Modelle, da gibt es eine Service-Card, also sozusagen, sage ich mal, eine Payback-Card für lokale Unternehmen, wo man dann einen kleinen Mehrwert, Rabatt oder Vorteil bekommt. Und so versuchen wir halt, dass die Städte noch weiter am Leben bleiben und dass es auch in Zukunft noch Geschäfte gibt und Gastronomie und all diese Themen. Das ist das Ziel der 100 hoch 3. Mhm. So, wie gesagt, darüber haben wir uns kennengelernt. Und dann habe ich irgendwie mehr oder weniger beiläufig mitbekommen, dass du Gesellschafter oder Geschäftsführer vom Wirtschaftsclub geworden bist vor etwas über einem Jahr. Und dass du halt, dass du sozial aktiv bist mit It's for Kids, das belegt deine Facebook-Seite eigentlich ziemlich ordentlich, weil du da sehr viel Aktionen in dem Bereich machst. Was ist dir das wichtigere Thema, über das wir sprechen sollten? Auf jeden Fall It's for Kids. Also wenn ich schon so gefragt werde, das ist meine Herzensangelegenheit. Natürlich rede ich gerne über das Netzwerken und über den Wirtschaftsclub und was es alles so Tolles auf der Welt gibt, aber ich rede halt lieber über das andere Thema. Das ist meine Leidenschaft. Mhm. Ja, dann erzähl uns doch vielleicht ein bisschen mal für die, die deine Seite noch nicht kennen, was ist denn It's for Kids? Also It's for Kids ist eine Kinderschutzstiftung. Wir setzen uns ein für misshandelte, missbrauchte und insgesamt benachteiligte Kinder in Deutschland. Das ist so der Stiftungszweck, der offizielle Stiftungszweck. Wir sind aber aus verschiedensten Gründen sind wir sehr außergewöhnlich. Wir sammeln zum Beispiel keine oder in der Regel keine Geldspenden. Also ich würde jetzt hier nicht mit der Dose rumlaufen und nach Geld fragen. Das machen wir so gut wie nicht. Wir haben also andere Möglichkeiten, wie wir an unsere Spenden kommen.
Da erzähle ich vielleicht gleich noch ein bisschen was zu, wie das im Einzelnen funktioniert. Aber wir sind ein bisschen außergewöhnlich in dem, wie wir unsere Gelder generieren. Das ist ein Punkt, der uns sehr außergewöhnlich macht. Und der zweite ist der, dass wir unsere Gelder immer lokal weitergeben. Also wir unterstützen lokal verschiedenste Kinderschutzprojekte. Wir haben hier in Krefeld schon sehr viel unterstützt, ob das, wie viele das Hospiz ist, aber auch Kinderheime, die wir unterstützt haben. Hier gibt es, soll man kaum glauben, in Krefeld gibt es obdachlose Jugendliche, die wir sehr stark unterstützen. Da gibt es ein Begegnungszentrum auf der Marktstraße, das wir sehr stark unterstützen und viele, viele andere Dinge ebenfalls. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass es für Jugendliche speziellen Begegnungs-, also obdachlose Jugendliche da speziell was gibt. Klar, Obdachlosenheime hat man schon gehört und von diversen Anlaufstellen, aber das wusste ich nicht. Ja, also in Krefeld gibt es tatsächlich sowas, ne? Wir sollen ja erstmal gar nicht für möglich halten, dass es obdachlose Jugendliche gibt, ne? Also in unserer heutigen Gesellschaft gibt es Kinder, die leben auf der Straße, Jugendliche. Und ja, die werden natürlich ein Stück weit dort aufgefangen, auch in Gesprächen und untereinander, miteinander. Wir sind auch häufig dort vor Ort und führen Gespräche und versuchen, diese Jugendlichen mit in die Gesellschaft einzubinden. Das ist also auch ein großes Ziel, ja, dass wir dort vor Ort arbeiten. Das ist jetzt kein grundsätzliches Thema der Stiftung, sondern das machen wir hier in Krefeld mit verschiedensten Leuten, mit einer Botschafterin, die wir hier, also mit der Botschafterin unterstützen wir dort das Begegnungscafé. Was macht ihr sonst für Kinder? Also du wolltest ja das noch ein bisschen zurückschieben, wie ihr an Geld kommt, aber was für Angebote habt ihr für Kinder? Was macht ihr da? Also wir selbst haben kein Angebot, sondern wir sind keine eigene Trägerschaft, so heißt das im Fachjargon, sodass wir jetzt nicht direkt die Gelder an einzelne Familien oder entsprechende Personen weitergeben. Wir sind eine Organisation, die andere Stiftungen und Vereine unterstützt. Das heißt also, alles, was wir sammeln an verschiedenen Dingen, die wir dann zu Geld machen, die werden weitergegeben an Organisationen, Vereine und Stiftungen. Das heißt aber theoretisch, wenn ich jetzt eine tolle Idee hätte, wie man Kindern helfen kann, unterstützen kann, könnte ich mich aber auch an euch wenden und ihr könntet mir zum Beispiel helfen, das auszubauen und das auch auf sichere Füße zu stellen, weil eine Idee alleine ist das eine, aber das muss ja auch immer abgesichert sein und auch meistens genehmigt sein, wenn man Kindern oder Jugendliche irgendwie unterstützen oder helfen möchte. Selbstverständlich, da gibt es tausende von Institutionen, Vereine, Verbindungen, die wir dann auch größtenteils kennen vor Ort und dort gehen wir dann hin und würden da euch zusammenbringen beispielsweise, wenn du die Idee hast und letztendlich wird es dann gemeinschaftlich abgewickelt, das Ganze. Das heißt, ihr entscheidet auch gemeinschaftlich, wen ihr jetzt unterstützt, das heißt, ihr guckt euch, ich sag mal, die Kinderheime an und seht jetzt da, in dem Kinderheim müsste vielleicht der Spielplatz erneuert werden oder da ist ein Anbau, der ist nicht mehr schön, der ist nicht mehr zeitgemäß und dann überlegt ihr, wie ihr da helfen könnt oder wie kann ich mir das vorstellen? Eher umgekehrt, dass diese Institutionen auf uns zukommen und wissen, in Anführungsstrichen, dass wir Geld haben und dass wir diese Gelder dort auch zur Verfügung stellen. Die sprechen uns oft an und wir prüfen dann, ist da alles in Ordnung, passt das zu unserer Satzung, haben die eine vernünftige Kostenquote und wenn diese Punkte stimmen, dann setzen wir uns dort ein. Und geht ihr auch hinterher nochmal hin und ja, kontrollieren klingt jetzt so hart, aber schaut ihr dann auch, wie sich so ein Projekt, was ihr unterstützt habt, weiterentwickelt habt? Also nicht offensichtlich, aber wir bekommen natürlich häufig mit, was sich da entwickelt hat und das ist für uns auch eine sehr schöne Situation, dass wir dann am Ende mitbekommen, wir sind alle ehrenamtlich aktiv bei uns in der Stiftung und wissen dann auch, dass das Geld gut angekommen ist und dass Kinder unterstützt werden in verschiedensten Bereichen. Das könnten auch Schulen sein, die wir unterstützen. Heutzutage ein Riesenthema, Mobbing an Schulen. Oh ja, und dort sind wir dann auch aktiv, da setzen wir Coaches ein und am Ende kriegen wir sehr häufig mit, wo die Erfolge sind. Und das, für uns auch das macht uns einfach dann auch glücklich, dass wir sehen, dass wir helfen konnten. Das heißt, also ich weiß, dass zufällig von unseren, die schon ein bisschen größer sind, da gab es mal eine Theatergruppe, die durch Deutschland gezogen ist zum Thema Mobbing. Ja. Und ich denke, das ist ja auch nicht für jede Schule möglich, die zu bezahlen. Wenn aber jetzt so ein Angebot wäre zum Beispiel, könnten sich deine Schule an euch wenden und ihr würdet das auch unterstützen. Genau, so ist das. Wir machen das auch in Krefeld. Zum Beispiel, ich bin ja jetzt in Krefeld, also darf ich auch ein bisschen was erzählen, was wir in Krefeld machen. Ne? Es gibt hier in Krefeld ein Gymnasium, das mit einem anderen Gymnasium fusioniert hat, jetzt vor kurzem. Und da gibt es große Probleme. Das ist also
kaum vorstellbar, aber da gibt es auf dem Gymnasium Probleme, mitmenschlich, zwischenmenschlich. Und dort haben wir Coaches eingesetzt, die Deeskalation machen, Anti-Mobbing-Programme machen und das wird halt aus diesem Geld finanziert. Eben als Zwischenfrage, die Probleme sind jetzt entstanden, weil die zusammengelegt wurden oder gab es diese Probleme vorher schon? Oder sind das Probleme, die von beiden Schulen sozusagen mitgebracht wurden? Ich würde was Falsches sagen, wenn ich jetzt wüsste, wie der richtige Ablauf ist. Ich vermute mal, es kommt aus einer Schule, die dann da mit der anderen fusioniert hat. Aber ich kann es nicht genau sagen. Okay. Also, aber es ist jetzt kein Fusionsproblem gewesen oder was? Oder? Nein, eher nicht. Es gab vorher schon Probleme und okay. Das wurde dann verstärkt dadurch. Ja. Ja. Wenn du sagst, die Leute können sich an euch wenden, wie werden die denn darauf aufmerksam? Also die Stiftung It's for Kids ist mittlerweile sehr bekannt. Wir sind Deutschlands größte Kreativspendenstiftung. Das kennt man oder viele kennen die in Deutschland, diese Stiftung, weil wir halt außergewöhnlich unsere Spenden sammeln. Und deshalb kommen die tatsächlich so auf uns zu. Wir sind aber auch sehr vernetzt in Deutschland. Wir arbeiten sehr viel mit Vereinen zusammen. Wir haben sehr viele bekannte Botschafter, ob das Christoph Metzelder ist, Sebastian Kehl aus Mönchengladbach, Jonas Hofmann. Wir haben Schauspieler, wir haben Bundestagsabgeordnete. Und dadurch kommen natürlich auch die Aufmerksamkeit und die Leute sprechen uns an und ich sag mal in Anführungsstrichen fordern die das Geld über uns an. Mhm. Das heißt, ihr seid in den entsprechenden Gruppen schon soweit bekannt, aber in der Öffentlichkeit jetzt noch nicht so stark. Ne? Also ist mir, wenn man jetzt so durch die Stadt geht oder so, fällt einem das jetzt nicht so ins Auge. Okay, da präsentieren wir uns natürlich auch nicht so in der Stadt. Ne? Das ist also eher selten der Fall. Aber zum Beispiel über Facebook, Instagram und diese Medien versuchen wir uns zu veröffentlichen und sind auch da froh über jeden, der mal einen Post teilt, der eine Aktion von uns teilt. Das ist das, was uns nach vorne bringt, wenn wir natürlich in der Öffentlichkeit auch bekannt sind und werden. Das heißt aber, ihr agiert mehr still im Hintergrund. Ich sage jetzt mal, im Gegensatz zu anderen Organisationen oder dem Kinderschutzbund, der ja halt auch auf Festen oder auf Flohmärkten dann schon deutlich sichtbar ist. Ja, weil wir diese Aktionen nicht machen. Ne? Also deshalb sind wir da nicht so sichtbar. Aber insgesamt muss man auch dazu sagen, dass das, was ich jetzt hier erzähle, sich in den letzten 3-4 Jahren erst aufgebaut hat. Uns gibt es zwar schon wesentlich länger, aber dass wir so kreativ und so groß geworden sind, das ist erst in den letzten Jahren entstanden und deshalb auch die Bekanntheit noch nicht ganz so groß. Die Bekanntheit ist, ja, wie gesagt, in den. Wie lange gibt es den Verein denn überhaupt? Es gibt die Stiftung seit 2015 und seit 2002 ist die It's for Kids eine Initiative. Aha. Das heißt, was hat die Initiative vorher gemacht? Die Initiative hat das Gleiche gemacht. Wir haben also misshandelte, missbrauchte und benachteiligte Kinder unterstützt. Aber das wurde dann irgendwann so groß, dass man steuerlich gesagt hat, ihr müsst euch entscheiden, entweder ihr werdet ein Verein oder eine Stiftung oder in dem Bereich müsst ihr irgendwas machen. Und dann sind wir zu einer Stiftung zusammengekommen. Mhm. Wo ist die denn beheimatet? Der Sitz der Stiftung ist in Hilden bei Düsseldorf. Ja. Dort sitzt auch der Gründer, der diese Stiftung vor vielen Jahren oder Initiative vor vielen Jahren gegründet hat. Und der agiert mittlerweile noch so ein bisschen im Background. Der sieht, dass die Stiftung wächst und groß wird und das erfreut ihn natürlich. Ja. Und wie ist da die, wenn ich das mal so blöde formulieren darf, die hierarchische Struktur? Oder ist das mehr so basisdemokratisch geregelt? Ist es, aber es gibt natürlich in der Stiftung immer ein Gremium, das muss es geben. Es gibt einen Vorstand und dann gibt es ein Kuratorium, wo ich zuzähle. Und dann gibt es sehr viele Botschafter und Partner, die uns dann unterstützen, ehrenamtlich. Mhm. Und wenn ich mir jetzt ausdenke, ich würde euch gerne unterstützen, ja. Wie kann ich das denn tun? Endlich kommt die Frage. Also, das ja, ich warte ja schon die ganze Zeit drauf, erzähl nicht so viel hier. Also, das Entscheidende ist da wirklich, was unterscheidet uns von anderen Stiftungen? Ne? Und wenn man hört, wir sind Deutschlands größte Kreativspendenstiftung, dann, naja, was verbirgt sich dahinter? Ich erzähle mal ein paar Beispiele, wie wir an unsere Gelder kommen. Wir arbeiten zum Beispiel mit 2500 Friseurbetrieben zusammen, als Beispiel. Das sind Friseurbetriebe, die schicken uns abgeschnittene Haarzöpfe. Wir haben sogar hier vorne unsere Botschafterin heute extra mal mit eingeladen, die das damals erfunden hat, die Frau Nieskens. Die hat also, irgendwann ist sie auf die Idee gekommen,
Ich muss mal gucken, habt ihr jemand längere Haare? Ja, ich habe sie also heute keine versteckt, Angst, sorry. Ne? Aber die sind mit Sicherheit sehr schön. Ne? Also ihr müsst jetzt keine Angst haben. Aber es ist tatsächlich so, im Normalfall werden die Haare abgeschnitten, die fallen runter und dann werden sie, ja früher glaube ich, wurden sie noch in ein Loch gekehrt. Ne? Und heute werden die Müll und dann geht's ab. Und die Idee dahinter ist, diese abgeschnittenen Haarzöpfe verwenden wir für Echthaarperücken. Für Echthaarperücken, für an Krebs erkrankte Kinder, oftmals leider auch Frauen, die an Krebs erkrankt sind. Und da gibt es eine Manufaktur, die in Handarbeit diese Perücken knüpft und die kaufen uns diese Haare ab. Und das im großen Stil. 2.500 Friseurbetriebe, die da schon mitmachen, die kaufen uns die ab. Das ist eine fantastische Idee, eine Sache, die natürlich so eine Stiftung auch schnell bekannt macht. Ne? Und da haben wir aus Müll tatsächlich Geld gemacht. Ne? Das heißt aber, man kann wirklich jedes Haar brauchen, weil früher hieß es mal, das muss bestimmt und darf auch nicht gefärbt sein. Ist das immer noch so oder sind die da mittlerweile schon Also da wir einen großen Bedarf an Echthaar haben in Deutschland, es gibt also ganz wenig europäisches Echthaar, ist es tatsächlich so, dass auch gewelltes, ich sag mal gefärbtes, ich kenne mich nicht ganz so aus, aber gefärbtes Haar ebenfalls interessant ist. Es muss eine gewisse Länge haben, der Zopf, damit er dann auch verarbeitet werden kann. Aber im Prinzip jedes Haar. Kann auch alt sein. Also wir haben schon Zöpfe, die sind 50 Jahre, lagen die in der Schublade. Eine alten Dame, die hat den oben auf dem Speicher gefunden und irgendwann hat sie uns den vorbeigebracht. Also auch das, die Haare werden nicht schlecht. Mhm. Wenn man jetzt hier die Menschen, die jetzt hier sind, dazu bewegen könnte, die Haare abzuschneiden. Nein, weil... Ach, da habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, das, sie hat sich schon versteckt. Prophylaktisch. Ja, die ganze Zeit so zurück. Ja. Ist, nun, ja, nein, hast du die Schere dabei. Es gibt ja auch Menschen, die wollen ihre langen Haare behalten, was ich ja auch durchaus verstehen kann. Aber wenn jetzt einer sagt, boah, ich habe da was gehört und jetzt gehe ich zum Friseur und kann ich dann bei jedem Friseur sagen, hör mal, ich hätte gerne den Zopf ab und dann möchte ich den gespendet wissen? Oder wie funktioniert das? Leider noch nicht bei jedem. Weil er es noch nicht weiß, das ist das Problem. Also wenn ein Friseur davon Kund hat, dann wird er auch mitmachen bei uns, weil der hat keinen Aufwand, der hat im Prinzip nur einen Vorteil, dass er mithilft. Und deshalb sind wir dran, dass möglichst viele Friseurbetriebe mitmachen. 2.500 haben wir schon geschafft. Jetzt ab Februar machen wir eine große Aktion. Da, weiß nicht, wir sind im Fernsehen, ich sage das einfach mal, mit der Firma L'Oreal und Goldwell, mit den Firmen machen wir eine Riesenaktion. Die haben 17.000 Friseurbetriebe, die dann über uns, mit uns zusammen dieses Projekt nach vorne bringen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel den Friseur meines Vertrauens noch nicht überzeugen konnte von euch, möchte mich von meinen Haaren trennen, ich würde mir jetzt die Haare zu einem Zopf machen, den Zopf abschneiden lassen und nehme den Zopf mit. Mhm. Wem könnte ich denn hier in Krefeld dann meinen Zopf geben, um den zu spenden zum Beispiel? Also es gibt den Salon am Schwanenmarkt, das ist die Dagmar Schobert, die sammelt sehr, sehr viele Zöpfe. Für uns, mit uns, da gibt es sogar Kunden, die extra dahin gehen, sich die Haare schneiden lassen. Die macht das dann, glaube ich, sogar kostenfrei für diese Kunden. Und dann, da kann ich den abgeben. Ich kann den aber auch einfach in den Umschlag stecken, zu dieser Zweithaarmanufaktur schicken. Es gibt auch eine Seite, haare-spenden.de. Auch da kann man eine Menge lesen, wie sowas funktioniert. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Also los werde ich den auf jeden Fall. Notfalls mich bitte ansprechen. Gerne. Ich wollte nur eine ähnliche Frage stellen, ob es eine Webseite gibt, worüber man sich informieren kann, um rauszufinden, welcher Friseurladen zum Beispiel in Krefeld selber das anbietet. Ja, also die gibt's. Am einfachsten guckt man natürlich auf unsere eigene Homepage, its-for-kids.de. Dort stehen viele Informationen. Da ist auch ein sehr schöner Film, den man sich mal anschauen kann. Der dauert zwar 8 Minuten, aber da sieht man mal, was wird mit den Haaren gemacht. Also wie werden die verarbeitet? Man kann sich das gar nicht vorstellen als Otto-Normalverbraucher. Da sind Häuser voller Haare. Da sind also Tausende, Hunderttausende von Zöpfen, ne, die da liegen. Und dann müssen die ja farblich auch immer zusammenpassen, damit da eine Perücke raus wird. Ne. Also wirklich eine tolle Sache. Wobei ich da vielleicht mal zu sagen darf, wir haben es jetzt im letzten Jahr geschafft, dass jedes an Krebs erkrankte Kind eine zuzahlungsfreie Perücke bekommen kann. Das ist also ein Riesenziel, das wir schon erreicht haben, wo wir auch echt stolz drauf sind. Das sind immer schlimme Schicksale, sehr schlimme Schicksale. Und gerade in so einer Situation, wenn man dann noch keine Haare hat und dann vielleicht Kunsthaarperücken tragen muss, dann ist es umso schöner, dass wir das tatsächlich schaffen. Und wir wollen da an der Stelle noch viel mehr machen.
um das auszubauen. Mhm. Das ist ja schon auf jeden Fall eine lobenswerte Aktion und ein gutes Ziel, was man da so erreicht hat. Gar keine Frage. Du hattest gerade gesagt, Haare-Spenden oder Haare-Spende. Im Übrigen, darf ich nicht vergessen, ich habe natürlich auch einen Zopf mitgebracht, also dass ihr mal seht, wie sowas funktioniert. Ich bin immer gut vorbereitet. Bei ja, sowas. Man darf ja auch nicht vergessen, es muss ja auch jedes einzelne Haar in die Perücke eingezogen werden. Genau, das wird also in so einen Umschlag hier gesteckt und dann weggeschickt. Also so sieht so ein Zopf aus, ne? Also ich brauche den nicht, ne? Also um zu zeigen, so, ne? Also so sieht so ein Zopf aus. Der hat irgendeinem jungen Mädel wahrscheinlich irgendwann mal gehört. Ne? Gibt es denn eine Mindestlänge, die sein muss? Also ja, das sind 25 cm, ist die Mindestlänge. Die braucht man also, damit tatsächlich dann eine Perücke daraus gefertigt werden kann. Aber das ist gar nicht so viel, 25 cm. Wie man hier sieht, das sind schon weit mehr als 25 cm. Das wächst schnell wieder nach, zumindest bei mir. Ja, das ist auch überhaupt kein Problem. Ne? Aber alles freiwillig, das muss ich nochmal dazu sagen. Da wird keiner zu gezwungen, wir sind nicht in Indien. Ne? Also das ist alles auf freiwilliger Basis. In Indien werden die Menschen dazu gezwungen? Teilweise ja. Die werden dazu gezwungen und ja, mafiöse Verhältnisse teilweise das, dahinter, aber... Ja, man hat ja mal eine Zeit lang gesagt, das asiatische Haar ist das beste Haar für Perücken. Ne? Ja. Das europäische wäre angeblich gar nicht so brauchbar. Ich bin jetzt nicht der Haarexperte. Ich sag mal das, was die Haarmanufaktur dazu sagt. Die sagt also, wir brauchen dringend europäisches Haar, weil die dunklen Haare, ne, die müssen gefärbt werden, weil die meisten... Europäer haben blonde Haare oder hellere Haare und das ist auch schon wieder schwierig, die dunklen Haare zu färben. Also die sind sehr, sehr, sehr daran interessiert und ich stelle immer wieder die Frage, ja, könnt ihr denn Haare gebrauchen? Und dann sagen die immer, bitte stellt uns diese Frage nicht, wir brauchen Haare, Haare, Haare. Ne? Mehr können wir dazu auch nicht sagen dann. Sammeln wir weiter, wenn das möglich ist. Gibt es denn eine Möglichkeit, wenn man jetzt keine Haare hat, euch zu unterstützen? Ja. Wenn man keine Haare hat. Ja, zum Abgeben. War das jetzt eine Anspielung auf mich zum Beispiel hier? Oder was? Also das war ja quasi die Überleitung zu einem anderen Thema. Also wie gesagt, das ist jetzt nicht das Einzige. Wir sammeln mit Tausenden von kleinen Handysammelboxen, die überall stehen, bei Sportvereinen, in Geschäften, in großen Firmen stehen überall Handysammelboxen. Und wir sammeln alte, unbrauchbare Handys. Aber in großer Form. Also alles, was die Stiftung macht, muss natürlich versucht werden, groß zu machen, damit wir auch eine Menge erreichen können. Und was glaubst du, bist du ein intelligenter Kerl, wie viele unbrauchbare Handys gibt es so in Deutschland? Also es gibt irgendwo eine Statistik, dass jeder Deutsche 2,5 Handys in Gebrauch hat. Oh. So, ne? Das heißt, es gibt Leute, die haben 3 für die Firma, für privat, für was weiß ich nicht was. Und es werden bei den meisten Handyverträgen gibt es jedes zweite Jahr ein neues. Also würde ich mal schätzen, so um die 200 Millionen Handys liegen wahrscheinlich irgendwo rum. Also es ist tatsächlich so, aus den letzten 4 Jahren über 130 Millionen Handys, die irgendwo in der Schublade liegen. Und jedes Jahr kommen 30 Millionen dazu, weil... Ne, die Kinder haben ja mittlerweile ein Handy und die Mama und Oma, die haben alle ein Handy. Also ne, fallen die irgendwann auch hinten alle weg und das ist eine unvorstellbare Zahl. Und alleine, wenn man sich das vorstellt, dass wir die einsammeln, dann gibt es in Deutschland keine Kinderarmut mehr. Das ist unvorstellbar. Aber wenn wir die alle einsammeln würden, jeder würde die zurückgeben, gibt es keine Kinderarmut mehr in Deutschland. Mhm. Das ist ja auch ein enormes Potenzial an Rohstoffen eigentlich, genau, was da noch drin steckt. Ne? Wir machen das auch direkt mit der Telekom zusammen, dass da also auch kein Schindluder getrieben wird. Das geht direkt, die werden gehäckselt, die Handys, und da werden dann die entsprechenden Rohstoffe und seltenen Erden rausgezogen. Mhm. Das heißt, man muss sich auch keine Sorgen machen, Nein. falls man mal irgendwie Daten nicht gelöscht Nein. hat oder so. Das war uns sehr, sehr wichtig, dass wir das mit einem großen Partner gemacht haben und auch weiter ausbauen. Und da braucht man sich überhaupt keine Sorgen zu machen. Mhm. So, jetzt haben wir 2 Möglichkeiten der Spendensammelei. Was gibt es noch für Möglichkeiten? Welche großen Dinge kann man anstoßen oder mit welchen kleinen Dingen könnte man auch was erreichen? Ja. Also klein ist sicherlich, das Kleinste ist das Handy. Ich gucke schon die ganze Zeit, ob ich dich irgendwo mit unterbringen kann. wir arbeiten Fettabsaugung und Nein, wir arbeiten. Das könnte im großen Stil, würde das viele Leute glücklich machen. Kannst mal lachen, bitte. Nee, mal Mund auflachen. Na, weniger. Also... Ja, wir arbeiten zum Beispiel mit 1000 Zahnärzten in Deutschland zusammen. Ja. Die schicken uns über ihre Kunden oder die Kunden direkt ihre alten Brücken, Inlays und Kronen.
und die verwerten wir dann. Die werden über eine Recyclinganstalt kostenfrei für die Stiftung geschieden und da sind natürlich auch viele Metalle drin. Damit sind wir gestartet, das ist die Idee des Gründers gewesen, der Rainer Koch, der hat die Idee gehabt, dazu mit den Zahnärzten zusammenzuarbeiten und das ist auch sehr groß geworden, das bauen wir auch immer weiter aus. Das heißt also, wenn jemand helfen möchte, also Haare, Handys, ihr könnt euren Zahnarzt ansprechen, ja, für dich würde ich sagen, ich kann das nicht genau, bist du tätowiert? Nein. Bist du nicht? Nein. Okay. Ich bin komplett ohne Laster. Okay, dann... Das glaube ich nicht. Wieso, was macht ihr mit Tätowierten? Ach so, super. Guck mal hier. Also hier haben wir ja ein gutes Beispiel. Das ist sehr schön. Das passt auch sehr gut. Wir haben eine Anfrage bekommen von einem Tätowierer in Langenfeld, der unbedingt irgendwas mit uns zusammen irgendwo auf die Beine stellen wollte, was Kreatives. Da hat er uns angesprochen, ein bekannter Tätowierer. Und hat unser Vorstand gesagt, was soll man machen bei einem Tätowierer? Ne? Also die Nadel zu recyceln oder Tinte oder irgendwas. Also ist ja unheimlich schwierig. Ne? Und da hat man gesagt, da fällt uns nichts ein. Und dann hat dieser Tätowierer gesagt, okay, dann spende ich 500 Euro. Und das ist immer die Stelle, wo wir dann sagen, nö, das wollen wir nicht. Wir hätten die zwar genommen, aber wir wollen das nicht. Wir wollen eine Idee dahinter. Wir wollen etwas verbreiten können. Und dann hat man noch ein bisschen nachgedacht und irgendwann kam der Tätowierer auf uns zu und hat gesagt, ich mache Folgendes für euch. Öffne ich einen Tag lang mein Studio. Normalerweise bin ich über Monate, so ein guter Tätowierer ist über Monate ausgebucht. Ja, so muss das sein, ne? So muss das sein. Und der auch, einer der bekanntesten. Dann hat er gesagt, ich öffne an einem Samstag die Türe und dann kann jeder kommen und beispielsweise so ein kleines Tattoo, eine Stunde maximal, kann er sich stechen lassen oder eine Erweiterung, wie auch immer, ne? Und kann dann dafür eine Spende geben. Das war so seine Idee. Sollte samstags morgens irgendwann mal um 10 Uhr losgehen. An dem Morgen um 9.30 Uhr klingelte bei unserem Vorstand das Telefon und er sagt, Tobi, also der heißt Tobi, ne? Tobi, ich weiß nicht, was ich machen soll. Die stehen Schlange vor der Türe. Was sagt Tobi? Ja, dann macht er die Tür auf, ne? Logischerweise. Ja, aber dann stehen die Schlange drin. Dann hat er genau gesagt, okay, das schaffe ich auch nicht alleine. Dann hat er gesagt, ja, dann ruf noch ein paar Freunde an. Hat er ein paar Freunde angerufen und die haben den ganzen Tag über tätowiert. Und abends irgendwann war es dann zu Ende. Dann hat man die Kasse zusammengezählt und dann waren es 3.510 Euro, die man zusammenbekommen hat an einem Tag, ne, Tattoos. Und jetzt kommt das, was wir natürlich machen möchten und da kann jeder bei helfen, nämlich das zu verbreiten. Wir sind an den Tätowiererverband rangegangen, haben gesagt, warum machen wir das nicht alle? Warum finden wir nicht 10, 20, 50 oder 100 Tätowierer? Das sind sehr oft, das sind total nette Menschen, die sind sehr engagiert, sozial engagiert. Und da sind wir da rangegangen und wir werden jetzt in diesem Jahr einen Tag lang mit ganz vielen Tätowierern einen Walk-in-Tag machen. Mhm. Und ich schätze mal, da werden 50, 60 Tätowierer mitmachen. Da kommt jede Menge bei rum. Und so gibt es halt viele Ideen, die man machen kann und die wir einfach umsetzen. Und wenn hier jemand eine Idee hat, einfach reinschmeißen, sprecht uns an. Sobald sie für uns praktikabel ist, umsetzbar ist, sind wir gerne dazu bereit. Ne, alles, was möglich ist. Mhm. Also möchtet ihr gerne, wenn ich das mal so ein bisschen zusammenfassen kann, nicht einfach nur eine Geldspende, so frei nach dem Motto, dann habe ich mein Gewissen beruhigt, sondern entweder wie jetzt mit den Handys ein Umweltschutzgedanke dahinter, mit den Haaren eine tolle Aktion, um Leuten halt wieder ein Lebensgefühl zu geben, oder wie mit den Tätowierern, man gibt ein Stück von seiner Arbeit, ja, bekommt eine Spende. Und das Geld nimmt man dann gerne, aber halt nicht einfach so, ich steck dir was zu und dann reden wir nicht mehr drüber, sondern eine Sache, die so ein bisschen auch laut ist, dass die Leute darauf aufmerksam werden und drauf gucken. Ja, und vor allen Dingen jeder mitmachen kann. Ne? Also das ist für uns immer sehr wichtig, dass jeder, na du jetzt bei den Haaren nicht, aber grundsätzlich kann man mitmachen bei diesen Themen. Ich nehme jetzt ein letztes Beispiel vielleicht, wir machen eine Restcent-Spende bei großen Firmen. Eine was? Eine Restcent-Spende. Restcent-Spende. Also da kriegt der Arbeitnehmer eine Abrechnung, 1715,34. Mhm. Und wir haben dann mit den Arbeitnehmern und dem Arbeitgeber besprochen, dass diese 34 Cent gespendet werden jeden Monat. Also wenn man dir jetzt 34 Cent aus dem Portemonnaie, das merkt keiner. Ne? Nee. Wenn man das aber mit Hunderten, in dem Falle sogar teilweise mit Tausenden von Mitarbeitern macht, dann merkten wir das schon. Und das Schöne ist, jeder kann mitmachen. Also der vielleicht sonst nicht mal eben so in die Tasche greifen kann, der kann auch mit 34 Cent mitmachen, der kann mit dem Handy mitmachen, der kann da mitmachen. Also jeder hat dann die Möglichkeit, auch tatsächlich mal aktiv mitzumachen. Das geht so weit, dass wir Projekte, die wir unterstützen, dass die mitmachen. Beispielsweise die Schule, um das vielleicht nochmal abzurunden, da werden Handys gesammelt. Da sagen wir denen zwar, ihr bekommt das Geld,
Aber im Umkehrschluss sagen wir, was können wir denn zusammen machen? Wie habt ihr die Chance, uns zu unterstützen? Mhm. Und das wird jetzt so groß aufgebaut, dass diese Schule diese Handys sammelt und sich quasi selbst finanziert damit. Und im Umkehrschluss dadurch sogar, ja, ich will mal sagen, entsteht so ein bisschen auch eine Gemeinschaft in der Schule. Eine Gemeinschaft und auch eine positive Werbung für sich, ne? Dass genau. Man und zusammen was bewirkt. Und ich sag mal, das gibt ja auch den Schülern das Gefühl, selber was getan zu haben. Und dann geht man ja auch mit dem, was passiert, ganz anders um wieder. Ne? Ja, mhm. Auf jeden Fall. Das ist so. Da versuchen wir, die alle immer wieder mit einzubinden. Das heißt also aber so ähnlich wie, gab es ja jetzt auch in Lebensmittelgeschäften, dieses aufgerundet. Ne? Ja, wenn man jetzt, sage ich mal, 3,50 Euro zahlt und sagt, okay, 4 Euro oder 3,79 Euro oder so. Ne? Ja, das sind solche Dinge, die wir auch machen, zum Teil mit Unternehmen, wo man es kaum merkt und trotzdem sehr dazu beitragen kann, dass wir viel Leid mindern können in Deutschland. Ja, ich denke mal, wenn wir jetzt alleine mal bei einem Festival, wo man Pfandbecher hat, wenn man dann einen Pfandbecher einfach mal nicht an die Theke zurückbringt, sondern in eine Spendenbox tut, kommt auch einiges zusammen, denke ich. Auf jeden Fall. Also wir machen das, haben es zuletzt bei Fortuna Düsseldorf gemacht, wollen das demnächst mal bei Borussia Mönchengladbach machen. Also das kann man überall machen, das kann man aber auch im Kleinen machen. Das muss nicht immer so ein Riesenverein sein, das kann auch kleinerer Verein sein oder eine Organisation sein. Und da hat man eine Kleinigkeit, die uns irgendwo ein Stück weit wieder weiterbringt. Und wie gesagt, da sind auch tolle Ideen. Sollte da jemand Ideen haben, sprecht uns jederzeit an. Wir kennen wahrscheinlich noch nicht alles, was es so gibt. Ne? Wir haben auch mal große Altmetallaktionen gemacht. Da wurden dann alte Toaster im großen Stil gesammelt und viele andere Dinge. Da haben wir auch etliche 1.000 Euro zusammenbekommen, die wir wieder weitergeben konnten. Also, ich kann da jetzt resümieren, es sind nämlich gerade zwei Stichworte gefallen, Zusammenarbeit und miteinander Dinge tun. Und das ist ja das, was du auch beruflich tust, nämlich zusammenarbeiten und miteinander Dinge tun oder Leute zueinander bringen, damit die miteinander Dinge tun. Ja. Also das ist jetzt keine, das hört sich jetzt ein bisschen... Ich habe das nicht verstanden, aber ich sage einfach mal... Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen, aber so ist es nicht gemeint. Also ich bin nicht in der Partnervermittlung, nein. Streng genommen ja schon, ne? Aber ja, eben, Partner, aber jetzt... Aber eben anders, ne? Aber anders, ja. So, auf geschäftlicherer Ebene. Auf geschäftlicher Ebene, ja. Also wahrscheinlich liegt das ein wenig im Blut, dass ich schon immer Menschen zusammengebracht habe. Ob das in der Schule war oder auch später... Im anfänglichen Berufsleben habe ich irgendwelche Handwerker mit anderen zusammengebracht, habe die vernetzt, habe die verbunden. Und das wurde dann irgendwann mal aus dieser Leidenschaft tatsächlich eine Berufung. Das ist heute mein Beruf. Ich bringe Unternehmen zusammen, die teilweise gar nicht wissen, dass sie zusammengehören und zusammenarbeiten können. Und die deal ich. Das ist jetzt vielleicht ein blödes Wort dafür, aber das ist quasi ein Deal, den man dann letztendlich mit den Unternehmen aushandelt. Dazu muss man natürlich wissen, was der eine tut, was der andere tut. Und man muss ja dann soweit auch kreativ sein oder sich Gedanken dazu machen können, was können die denn gemeinsam tun. Das ist ja eigentlich so das Ding. Weil normalerweise funktionieren Firmen ja an sich. Ja? So, und wenn die dann, wenn dann sich auf einmal durch Zusammenarbeit mit jemand anders ganz andere Synergien ergeben, ganz andere Geschäftsfelder ergeben, dann muss man dafür ja vielleicht auch eine eigene Firma gründen. Die Unternehmen selbst, ja. In dem Falle nutzen sie halt zum Glück häufig mich, um die zu verbinden. Oft steckt da auch eine Idee hinter. Ich sag mal ganz blöd, da gibt es eine große Ballfirma, die stellen Bälle her und die vernetze ich mit einem Hotel, mit einer Hotelkette. Ne, da liegt halt heute auf jedem Zimmer ein Ball. Das wussten die vorher nicht, die hatten vorher nicht die Idee. Ne, da steht sonst immer vielleicht eine Flasche Sekt und während der WM legt man da besser mal einen Ball hin. Und die habe ich dann irgendwann mal zusammengebracht, die haben sich zusammengefunden und machen halt heute Geschäfte miteinander. Und so gibt es viele Ideen. Ich bin quasi ein bisschen verlängerter Vertriebsarm für diese Unternehmen. Mhm. So, das ist das, was du im Wirtschaftsclub Krefeld da tust, beziehungsweise wofür der Wirtschaftsclub da ist. Ja, der Wirtschaftsclub ist im Prinzip auch ein großes Netzwerk. Im Wirtschaftsclub vereinen sich Unternehmer. Die kommen dahin und wollen in Ruhe mal eine Kleinigkeit essen. Die wollen mal einen Wein trinken. Die wollen vielleicht auch eine Zigarre rauchen. Die wollen einfach in ihrem Kreis in Ruhe ein wenig Zeit verbringen. Und da gibt es auch andere Unternehmer, die das auch möchten.
Und beide machen das, weil sie Zeit verbringen wollen und am Ende machen sie aber Geschäfte miteinander. Ne? Also während die Zigarre rauchen und vielleicht einen Whisky trinken oder was auch immer, irgendwann lernen die sich ein bisschen näher kennen. Oftmals vernetze ich die dann auch und bringe sie wie so ein Partnervermittler ein Stück weit zusammen. Und dann fangen die an, Geschäfte zu machen. Und das ist der Wirtschaftsclub hier in Krefeld auf dem Ostwall. 119 haben wir ein schönes denkmalgeschütztes Objekt, wo die sich treffen, diese Unternehmer. Und da werden halt, da wird Business vorbereitet, würde ich mal sagen. Ne? Bevor wir jetzt zum Ende leider schon kommen müssen, wüsste ich gerne noch, was muss man als Unternehmer denn mitbringen? Weil das klingt jetzt so ein bisschen groß und vielleicht für den, der nur ein Geschäft hat, ein bisschen abschreckend. Aber was muss man als Geschäft? Weil ich meine, ne, der Bäcker um die Ecke ist ja genauso ein Geschäftsmann wie jetzt der Konzernleiter. Ja. Was muss man da mitbringen, um da bei euch die Türe geöffnet zu bekommen? Also in den Wirtschaftsclub kann quasi theoretisch jeder rein. Da gibt es aber ein Gremium, das entscheidet, passt dieses Unternehmen in den Wirtschaftsclub. Das entscheide ich also nicht alleine, sondern da gibt es Leute, die entscheiden das mit. Und wenn man zuverlässig ist, wenn man einen guten Leumund und wenn man einen Fürsprecher hat, dann kann man auch als Bäcker in diesen Wirtschaftsclub rein. Und inwiefern der dann Geschäfte macht oder sich da auch einfach nur vielleicht mal ein bisschen Zeit verbringen möchte. Wir machen auch Veranstaltungen, Events, da werden Vorträge gehalten, da kommen Politiker hin. Also auch das ist alles möglich in so einem Wirtschaftsclub. Ne? Ja, damit haben wir den Wirtschaftsclub relativ klein gehalten vom Gesprächsthema, was ja in deinem Sinne war. Aber nichtsdestotrotz, danke, dass du da warst. Uli Bohnen. Dankeschön. What I need you to be.
Vielen, vielen Dank. So. Jan-Henry Baum. Und ich glaube, ihr habt gemerkt, er ist zu Recht zu unbekannt. Also man muss definitiv da was tun und diese Musik weiter in den Orbit schleudern. So, jetzt haben wir unsere zweite Gästin hier am Start. Du bist so aufgeregt schon wieder. Ja. Gerade warst du so schön gelöst. Ja. Jetzt bist du schon wieder nervös. Es geht ja jetzt los. Ja, aber ist ja nicht so schlimm. Bleib ganz entspannt. Wir sind auch lieb. Also ja. Meistens. Wir beißen auch nicht. Meistens. Also selten. Ne? Und also Nina Belefanti. Das ist ein Zwischenapplaus wert eigentlich. Aber gut. Vielleicht seid ihr ja auch nicht ganz wach. Wir ja auch nicht. Wir haben uns lange Gedanken gemacht, wo wir mit ihr unseren Trailer drehen. Mhm. Und sind dann einfach auf die Straße gegangen. Aber nicht, weil sie ein Straßenmädchen ist. Das möchte ich ausdrücklich betonen. So. Ja. Und jetzt das zeigen wir mal. Ich bin Nina Belefanti und ich stelle gerne Fragen, insbesondere auf innovative Technologien und deren kulturelle Entwicklung in Deutschland. Was ist Science Fiction und was vermutlich bald Realität, ist eine der Fragestellungen der Spielplatzpatin. Natur und Psychologie zählen zu ihren starken Interessen. Als Tochter einer deutschen Mutter und griechischem Vaters ist sie auf Kreta geboren, befindet aber den Niederrhein als ihre Heimat. Technik ist ihr Steckenpferd und sie erforscht und ergründet die Auswirkungen auf das Zusammenleben in der Zukunft. Seit Jahren versorgt die junge Mutter diverse Obdachlose regelmäßig mit Essen und Hygieneartikeln. Sie liebt Kunst und kreatives Arbeiten, sowie Fotografieren und Lesen und muss mindestens einmal im Jahr einen Raum ihrer Wohnung umgestalten. Obwohl Politik grundsätzlich auch auf ihr Interesse stößt und auch ganz wichtig für ihr Thema ist, mag sie lieber über Menschen und Technik sprechen. Sie glaubt fest daran, dass es gerade derzeit eine nie dagewesene Basisdemokratie gibt, aufgrund der technischen Möglichkeiten, die wir nun haben. Jüngst hat sie sich in den erweiterten Vorstand des Folklorefests e.V. wählen lassen. Was mit der Kultur in Zusammenhang mit der Technik in Zukunft so gesehen wird, darauf liegt ihr Fokus. Begrüßt mit uns die soziale Technikforscherin Nina Belefanti. Ja, soziale Zukunftsforscherin. Ich wusste nicht, wie ich dich beschreiben sollte. Das Problem ist tatsächlich, mit ein oder zwei oder drei Worten, nein, mit ein oder zwei oder drei Sätzen zu beschreiben, was du denn tust. Versuch das mal. Ja, ist auch eine Herausforderung für mich. Nein, das Thema ist einfach mir sozusagen über den Weg gelaufen. Innovative Technologien und deren Auswirkungen auf die Zukunft, die jetzt bald stattfinden wird. Ich habe halt immer zwischen den Zeilen gelesen, dass in den nächsten 10 bis 20 Jahren ein großer Wandel bevorsteht in unserer Gesellschaft, wie wir arbeiten, wie wir das Leben bewerten werden, wie wir uns da drin sehen, und habe halt festgestellt, dass das auch Ängste hervorruft bei ganz vielen. Bei den Jüngeren jetzt nicht so, die leben einfacher damit, die leben aber auch schon so, als ob das selbstverständlich wäre und sehen gar nicht mehr die Chance des Mitgestaltens in diesem Ausmaß, wie ich es jetzt zum Beispiel wahrgenommen habe. Die Älteren, die sind eher geprägt vom Science Fiction, das war mein Zugang, wo ich gedacht habe, wo kommt denn die Angst her? Und habe halt festgestellt, dass wir halt 60 Jahre bevor überhaupt jetzt der erste Roboter wirklich kreiert worden ist oder wir damit auch in Kontakt treten, schon Bilder oder Wertschätzung oder Werte impliziert worden sind mit Sachen, mit Techniken, die wir gar nicht heute noch gar nicht entwickeln können. Also die Technik ist noch gar nicht so weit, wie wir denken, dass Roboter sein können.
Ja, aber das ist ja sogar länger als 50 Jahre, weil Fritz Lang, Metropolis, ganz großes Dingen, die Mensch gewordene Maschine oder Maschine gewordene Mensch ist ja so ein bisschen dieses Zwischending, was da stattfindet. Das war ja so der Ursprung des Roboterdenkens. 1920 gab es das erste Stück, wo der Name Roboter gefallen ist. Ah, okay. So, das war, da wurde der Roboter als eine Art Sklave dargestellt. Was ja auch der Name ist, Robot, also Robotka vom Arbeiter. Ne? Genau. Und danach, auf diesem Theaterstück, was in Amerika halt aufgeführt worden ist, hat sich dann die Science-Fiction-Szene entwickelt. Also die ersten Romane sind rausgekommen und daraufhin dann auch die ersten Verfilmungen. Und das hat uns halt natürlich geprägt. So. Und halt schon ein Bild, bevor überhaupt die Ingenieure dazu fähig waren, überhaupt solche Maschinen herzustellen, hatten wir schon ein fertiges Bild. Wobei man noch sagen muss, in einem gewissen Rahmen entspricht es doch auch, weil ich sag mal, die Robotertechnik, die wir einsetzen, die brauchen wir ja zum Arbeiten. Also es ist ja nicht, dass es jetzt ein, also ich finde, es gibt wenig Roboter fürs Vergnügen. Mhm. Die meisten sind ja wirklich zum Arbeiten, um uns eine Arbeit zu entlasten, damit wir die nicht mehr machen müssen, weil sie vielleicht zu gefährlich ist oder weil der Roboter schneller ist. Also eine gewisse Sklavenhaltung mit der Robotertechnik ist ja schon da. Jein. Es ist halt so, ja, die Roboter werden Seite an Seite mit uns Menschen existieren. Sie werden Gebiete oder Arbeitsfelder übernehmen, wo wir nicht mehr tätig sein werden, die auch heutzutage von Menschen ungern teilweise gemacht werden. Da wird der Roboter einfach oder die Maschine einfach, ist viel präziser, kann länger durchhalten. Das muss der Mensch nicht mehr machen. Das heißt, zum Ersten würde das erscheinen als Nachteil, Jobs werden uns weggenommen, aber auf der anderen Seite hat es auch das Potenzial, das erste Mal in der Menschheitsgeschichte, dass wir Arbeit wirklich vom Leben trennen dürfen. Das heißt, das ist die große Herausforderung, die bevorsteht. Unser Wertesystem, so wie wir aufgewachsen sind und wie wir das Leben beigebracht bekommen haben, was Leben ausmacht, darf neu definiert werden. Und das Schöne ist, dass es nicht nur ein kleiner Teil der Menschheit das machen darf, es dürfen wirklich ganz, ganz viele. Durch das Internet sind wir halt sind wir nicht mehr getrennt, wir sind global. Und das heißt, wir haben das erste Mal in der Menschheitsgeschichte die Möglichkeit, dass wirklich alle, die sich dafür interessieren und einfach das sehen, Fragen in den Raum stellen dürfen, die dann eine Antwort kreieren mit der Zeit. Das heißt, die Fragen müssen nicht direkt beantwortet werden. Die werden mit der Zeit beantwortet, das, was möglich ist. Eine andere Angst ist halt die, dass die Maschine den Mensch ersetzt oder weg aus dem Leben verdrängt. Das wird nicht passieren, weil natürlich die Maschine wird intelligenter sein als wir, dadurch, dass sie viel mehr Daten speichern kann und verarbeiten kann, aber sie hat keine emotionale Intelligenz. Sie besitzt keine Kreativität. Sie besitzt... Jetzt habe ich das dritte vergessen. Kommt gleich wieder. Genau. Das sind menschliche Attribute. Das ist, da dürfen wir uns jetzt, was vorher nicht möglich war, weil wir einfach über unser Überleben kämpfen mussten oder unser Überleben sichern mussten, das wird jetzt gesichert. Das heißt, wir können uns jetzt diesen Dingen öffnen. Wir dürfen mehr kreativ sein, wir dürfen innovativer sein, wir dürfen mehr auf uns achten, auf gucken, wie reagieren wir denn emotional. Heißt, wir können mehr auf die Sozialkompetenzen achten. Dafür wird der Raum jetzt größer werden. Das ist auch dringend notwendig. Ja, wenn man sich in der Menschheit im Moment mal umguckt, habe ich eher das Gefühl, dass die Technik im Moment einige Menschen eher unsozialer werden lässt. Vielleicht wirkt es auch nur so, aber geh mal durch die Stadt, alle das Ding in der Hand, man guckt nicht mehr links und rechts. Es ist, das ist jetzt nur meine Vermutung, also das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt oder irgendwoher, es ist einfach so, wir sind auch, Digitalisierung gehört zum Evolutionsprozess des Menschen dazu. Das heißt, wir haben eine neue Technik kennengelernt, wir tauchen da tief ein und manche sind da drin versunken, manche kommen schneller raus, manche brauchen ein bisschen länger. Aber wir gewöhnen uns auch daran und wertschätzen, werden auch mit der Zeit wieder mehr die physischen Dinge wertschätzen. Das heißt, das haben von McKinsey Studien schon erwiesen, dass zum Beispiel Spotify super ist für unterwegs, dass man überall Musik hört, aber dass die Leute jetzt auch wieder mehr Schallplatten zum Beispiel zu Hause wertschätzen.
So, das heißt, das, was vorher ganz weggefallen ist und nur noch online stattgefunden hat, wird auch wieder ins physische Leben zurückkommen. Jetzt haben wir die Zeit, uns auch wieder mehr damit dann mit der Zeit, also in den nächsten Jahren, in den Zyklen, halt mehr oder wieder auch in dem Physischen mit uns selbst und mit unserem Gegenüber zu beschäftigen. Also eine Rückbesinnung dadurch, dass die Technik uns einen gewissen Druck wegnimmt, den wir, also einen Leistungsdruck, den wir im Moment haben. Und dann kommt irgendwann, wenn man ausgespielt hat, wie es bei Kindern ja auch ist, mit einem besonderen Spielzeug, dann diese Rückbesinnung wieder. Genau, ich sehe das an meinem Sohn zum Beispiel, der beschäftigt auch sich gern intensiv mit Dingen, aber dann lässt er auch davon wieder los und beschäftigt sich wieder mit anderen. Und ich denke, das liegt in der Natur des Menschen, dass wir halt auch ein Erfahrungsspektrum erstmal sammeln müssen mit dem Internet. Also das Internet wurde ja nicht für uns kreiert als Gesellschaft, es wurde fürs Militär kreiert und ist dann übergeschwappt in die Gesellschaft und schaut, wo wir jetzt heute sind damit. Wir haben jeder ein kleines Handy oder ein Handy oder ein Device in unserer Tasche und können uns jederzeit weltweit austauschen, Informationen holen, und das ist vor ein paar Jahren nicht möglich gewesen. So, das ist der innovative Prozess, und ich denke einfach, dass in der Wirtschaft, wie auch bei den Ingenieuren und Wissenschaftlern, viel in diesem Bereich getan wird, aber halt noch nicht beim Endverbraucher. Wie bei Eltern oder bei Privatpersonen, die leben zwar mit dem Endprodukt, und die nehmen es auch so an, weil wir das so gewohnt sind. Da oben wird entschieden, das wird produziert und man kann es dann kaufen. Aber diesen Prozess sehe ich für die nächste Zeit als sehr schade, weil wir haben vor 60 Jahren schon nicht erkannt, was das Internet für eine Möglichkeit hat. Wir hätten da schon das System anpassen können in unserem Schulsystem, in der Wirtschaft, in den Unternehmen. Das haben wir nicht gemacht. Wir haben es in die Nerd-Ecke getan, wir haben es beiseite geschoben. Wir haben das Endprodukt immer benutzt, das, was serviert worden ist. Jetzt hat Deutschland zum Beispiel die zweite Chance, wirklich mitzukreieren und zu sagen, okay, wir stellen den Menschen in den Mittelpunkt der Digitalisierung, nicht an den Rand. Und das heißt, dass wir gucken müssen, wie geht es der Wirtschaft, wie geht es den Unternehmen, wie geht es den Privatpersonen damit, wie können wir einen Raum schaffen, wo Fragen vielleicht entstehen, um die zu beantworten oder die da hinzuführen und zu sagen, okay, du hast dieses Problem, diese Maschine wird diese Zeit an Arbeit übernehmen, das heißt aber nicht, dass der Mensch weniger wert ist dann. Wie können wir ein Wertesystem kreieren, dass der Mensch sich trotzdem aufgehoben fühlt, zum Beispiel. Du hast ich gehe davon aus, dass du es bewusst machst und nicht unbewusst. Du hast alle Dinge sehr positiv dargestellt. Ja. Also du sagst, wir haben die Möglichkeit, uns einzubringen, wir haben die Möglichkeit der Veränderung, aber ich sehe das so und viele andere auch, wir haben nicht nur die Möglichkeit, sondern wir haben die Pflicht, uns zu verändern, und wir haben auch die Not, uns zu verändern, weil sonst bleibt man auf der Strecke, wenn man sich nicht mitverändert mit diesem ganzen System. Das habe ich ja durch die Blumen gesagt. Es gehört zum evolutionären Prozess, Mitentwicklungsprozess der Welt und des Menschen. Das heißt, plan before you get planned ist wirklich, hat Realität. Also plane mit, bevor irgendjemand für dich das plant. So, weil wenn wir das jetzt nicht mitmachen, zu Hause uns einfach auch dem öffnen und sagen, okay, es ist ja jetzt schon erwiesen, dass die Ausbildungen an den Qualifikationen und Skills und Soft Skills vorbei ausbilden. Das heißt, die Sachen werden gar nicht gebraucht für die nächste Zeit. Mhm. Und das heißt, okay, ein System jetzt von den Grund auf, wie unsere Schule zu verändern, wird sehr schwierig. Das wird ein langwieriger Prozess, aber man kann halt Systeme drumherum entwickeln. Man kann zu Hause anfangen, wenn man Kinder hat zum Beispiel, oder man kann Organisationen unterstützen und halt Wissen zur Verfügung stellen, indem man sagt, okay, Was für Soft Skills, was für Hard Skills braucht man denn? Zum Beispiel immer während des Lernens gilt für jeden von uns. Es reicht nicht mehr, eine Ausbildung zu machen, sich eine Sache anzueignen und es dann 10, 20 Jahre ohne sich weiterzubilden da dran zu heften, sondern man muss sich immer weiterbilden. Das ist halt, die Halbwertszeit von Wissen reduziert sich extrem. Das heißt, wir müssen immer mit irgendwie auf dem Laufenden. Das heißt jetzt nicht, dass wir im Hamsterrad dahinter stehen und jedes Mal lernen, aber man muss sich halt Gedanken machen, welche Jobs haben wirklich noch sind zukunftsrelevant, welche Studiengänge sind zukunftsrelevant und welche halt nicht mehr, die zwar jetzt noch angepriesen werden, aber in 10, 15, vielleicht 20 Jahren keiner mehr braucht. Mhm. Weil einfach die sind in der
Robotertechnik, sind die einfach so weit, dass die jetzt Massen produzieren können. Das steht sozusagen vor unserer Tür. So, wir leben zwar schon ein bisschen damit, aber irgendwann wird es auf einmal da sein. So. Ja, aber da muss dann ja, sage ich mal, das Bildungssystem auch ganz stark greifen, weil da sehe ich im Moment eine sehr große Bremse. Also ich habe es miterlebt bei meiner Tochter, die jetzt gerade letztes Jahr ihre Ausbildung abgeschlossen hat im Medienbereich, die nicht damit zufrieden war, die immer wieder festgestellt hat, der Lehrer kann es mir gar nicht erklären, der kann es mir gar nicht beibringen, der versteht es nicht. Und das fängt wirklich bei den einfachen Sachen an. Die kriegen beigebracht, wenn du einen Computer hast, du steckst deinen Stick rein, bevor du den rausziehst, auswerfen. Die Lehrerin, rappel, rappel, ratsch. Oder, oh, ich weiß gar nicht, wie ich das ankriege. Ist aber die Fachbereichsansprechpartnerin dafür. Und ich sag mal, da muss man ja auch erstmal anfangen, weil wie will man Kinder darauf vorbereiten, wenn die da ausgebremst werden, wenn sie vielleicht zu Hause eine bessere Technik zur Verfügung gestellt bekommen? Ich weiß nicht, ich habe keine Lösung dafür, wie man ein so stabiles System, was wir haben, umändern kann. Ich weiß aber, dass man im Kleinen für sich was ändern kann. Man kann sich selber, wir haben das Internet, man kann E-Learning machen, man kann sich die Informationen raussuchen, man kann Kurse besuchen, um sich weiterzubilden. Man kann zu seinem Chef gehen, in seine Firma gehen und sagen, okay, hast du dir Gedanken gemacht, haben Sie sich Gedanken gemacht über die Zukunft? Was kommt in den nächsten Jahren? Welche Soft Skills oder Skills brauchen wir? Digitale Kompetenz ist einer der großen Schlagwörter da draußen. Da gibt es sogar einen Europass für, wo man sich selber testen kann, wie visiert ist man in der digitalen Kompetenz? Wie weit ist das? Wo muss man ansetzen, um sich selber up-to-date zu halten? Also das liegt dann an uns selber. Ich denke mal, das Schulsystem wird sich mit der Zeit anpassen, aber man kann nicht warten, bis das Schulsystem sich ändert oder das allgemein sich das System ändert, sondern das fängt im Kleinen an, wie so ein Dominoeffekt, und irgendwann wird sich das System mit ändern. Genauso wie war das mit der Industrialisierung. Irgendwann war es dann soweit, man hat gemerkt, okay, alle sind in die Städte gerannt, die haben gesagt, okay, wir bauen jetzt Fabriken, Mama und Papa sind jetzt arbeiten, was machen wir mit den Kindern, bauen wir Kindergärten und dann bauen wir Schulen. Und dann wurde gefragt in den Schulen, okay, was brauchen wir, damit es gute Arbeiter in den Fabriken werden zum Beispiel. Welche Skills brauchen wir? Und so wurde das Schulsystem halt kreiert. Es wurde darauf gelegt, okay, die müssen lesen, schreiben, die müssen das und das können, und das wird dann abgerufen. Jetzt ist es so, es gibt ja schon freie Schulträger, es gibt ja schon unheimlich viele Länder, die an ihren Schulsystemen ganz, ganz viel machen. Die sagen, okay, wir lernen nicht mehr das, wir lernen jetzt auch, wie kommt man zur Ruhe, wie kommt man schneller aus Stress, wie kann man besser Sprachkompetenzen, Gesprächsführung und solche Sachen. Solche kommen mehr und mehr auf den Stundenplan. Es gibt auch hier in Krefeld Schulen, die auch von sozialen Trägern halt Programme buchen sozusagen und das in den 5., 6. Klassen schon anbieten, wie soziale Kompetenztraining. Also die Öffnung ist schon da, man kann jetzt nicht erwarten, dass das alles direkt ist, das wird meistens nicht so passieren, aber kleine Fortschritte sind da und es liegt an uns selber, und das war halt mein Anliegen, warum ich dieses Thema hochinteressant finde und dafür auch gerne mehr und mehr einen Raum schaffen möchte, um halt Fragen, die uns alle betreffen, darin stellen zu können. Nicht nur von meiner Seite aus, sondern von Privatleuten wie Fachleuten, das Recht. Es wird sich ja zum Beispiel, wenn wir jetzt Autos haben, die von alleine fahren zum Beispiel, ändern sich die Verkehrsregeln, die Verkehrszeichen für uns alle. Wie gehen wir damit um? Müssen wir jetzt alle nochmal in die Fahrschule und dann nochmal einen Test ablegen? Oder was passiert, wenn ein selbstfahrendes Auto einen Unfall baut? Ist der Erbauer schuld? Ist der drin sitzt, schuld? Ist der Wagen vorne schuld? Das sind alles Fragen, die irgendwann irgendwie jetzt geklärt werden sollten. Weil wenn es dann vor der Tür steht und wir dann erst die Frage klären müssen, wie das dann alles geregelt wird, dann wissen wir das alles, das ist Chaos. Und dann haben wir verloren, weil dann sind die Länder links und rechts von uns und andere Leute, die sich damit beschäftigen und die dann auch ihre Leute mit ins Boot nehmen, weit, weit voraus. Und deswegen sehe ich halt, gerade für Deutschland hat eine enorme Chance gerade vorliegen, sich da echt zu positionieren und zu sagen, eine humane Digitalisierung halt zu formen. Das heißt,
was genau ist jetzt dein Ziel, dein Ansatz? Du willst jeden Einzelnen dafür sensibilisieren, dass er sich da drum kümmern muss, dass er sich selber auch kümmern muss und nicht, dass er halt bekümmert wird von jemand anders. Mhm. Ich glaube nicht jeden Einzelnen, wer nicht will, der wird sich da auch nicht veröffnen. Ich sage einfach, für die Menschen erstmal, die dafür Interesse haben oder die sich dieser Thematik gar nicht bewusst sind. Es gibt ja viele, die sind in dieser digitalen Welt schon aufgewachsen. Die Kinder, manche... mir ist aufgefallen, es gibt drei Kategorien von Menschen. Es gibt ältere Menschen, die sind gar nicht damit aufgewachsen, die haben das Internet zwar kennengelernt, aber nie Berührungspunkte wirklich damit gehabt. Dann gibt es die anderen, die sind einen Großteil ihrer Kindheit ohne Internet aufgewachsen. Auf einmal war das Internet da, auf einmal war Handy. Die haben Berührungspunkte damit, die wissen damit umzugehen. Und dann gibt es die, die da jetzt vollkommen mit aufgewachsen sind. Und wir haben alle drei unterschiedliche Blickwinkel auf die Dinge. Das heißt, das kommt auch noch hinzu. Wir haben also nicht nur eine Basis, sondern drei verschiedene. Und die wirken natürlich auch mit da rein. Was ich jetzt bei den Menschen stark sehe, die damit aufgewachsen sind, die sehen das schon, da ist eine Art Selbstverständlichkeit mit drin. Diese Selbstverständlichkeit ist förderlich, kann aber auch blind machen dafür, was jetzt bevorsteht. Weil die sind ja nicht alleine. Die am Hebel sitzen, sind ja noch die Menschen, die davor nicht mit zu tun haben, die noch in alten Denkmustern verhandeln und ihre Tätigkeiten ausüben. Ja, ich meine, wir haben ja gerade genau dieses Problem, Hackerangriff, auf Twitter Veröffentlichung von irgendwelchen mehr oder weniger privaten Nachrichten und so weiter und so fort. Und auf einmal schrecken sie alle auf und damit war ja gar nicht zu rechnen und so weiter und so fort. Frau Merkel hat vor, ich meine, mittlerweile 7 oder 8 Jahren gesagt, das Internet ist noch Neuland für uns. Und da wurde sie von ganz vielen belächelt und ausgelacht und so weiter und so fort. Aber letztlich stützt es ja genau deine These, die du jetzt gerade hast. Ja? Ja, das sind halt noch die alten Betrachtungsweisen da drauf. Und dann kommen die neuen, die unheimlich schnell sind. Also die Jugendlichen sind schnell, mit teilweise 14, haben die Sachen drauf, wo ich noch nicht mal hinterherkomme. Wo ich sage, die können Programme programmieren, die können selbst schon eigenständig Geld verdienen übers Internet. So, die brauchen keinen Erwachsenen mehr, die brauchen nicht mehr die klassische Ausbildung in dem Sinne. Das heißt, ja, wir haben Nachholbedarf und wir müssen da das anpassen. Wir müssen gucken, weil Nationen wie Amerika, die investieren ja schon in Cybersicherheit und das aus einem gewissen Grund. Also man sollte das nicht sagen, so dass es nicht wichtig wäre. Es ist verdammt wichtig, da auch zu gucken, wie investieren die anderen Länder rumherum. Jetzt nicht, um Abgrenzung zu schaffen, sondern einfach zu gucken, ja, wir haben Menschen unter uns, die noch nicht dieses ein positiv gesinntes Wertesystem haben, um zu sagen, so, ja, ich will dir nur was Gutes, wenn ich dein Konto hacke. Das sind die wenigsten, glaube ich. Genau. Das sind auch die wenigsten Bankräuber, die in die Bank gehen und sagen, nee, stimmt, die wollen auch nur dein Bestes. Eigentlich, wenn man die selber fragt, denken die das aber wirklich. Ja. Also das ist sowieso, wenn man die dann selber fragt, dann denken die, dass die was Gutes getan haben. Aber das heißt ja auch, durch diese moderne Technologie und den Umgang damit muss auch das bestehende Wertesystem überdacht werden und angepasst werden. Nicht jetzt unbedingt verbogen oder was, sondern wirklich überdacht und angepasst werden. Ja. Weil das erleben wir ja gerade im Umgang mit Handys, wie schnell da eine Grenzüberschreitung stattfindet, weil irgendwas gefilmt wird, was der da hinter dem Handy steht, vermeintlich witzig findet, was aber ganz stark in Persönlichkeitsrechte von anderen Menschen eingreifen kann. Das sehe ich aber wieder positiv bei der Digitalisierung oder wenn das jetzt mehr und mehr fort. Wir werden mehr Zeit haben, uns wirklich auch um unsere Familien und Freunde zu kümmern. Also das, was jetzt als Freizeit bezeichnet wird, wird halt mehr Raum bekommen. Das heißt, wir haben auch wirklich jetzt die Möglichkeit, mehr zu intervenieren, statt ein Kind von Laptop oder von Handy oder nach draußen zu schicken. Das heißt, der soziale Kontakt, wie man miteinander umgeht, lässt unsere Zeit hier gar nicht zu. Also es gibt ja U3-Plätze, das Kind wird früh in Fremdbetreuung gegeben. In Frankreich sind schon Studien raus, die das nicht mehr befürworten, diese Art von Erziehung. Das müssen wir auch irgendwann ausbaden, sagen wir es jetzt mal so. Den Bumerang-Effekt werden wir noch gezeigt bekommen. Eltern heute oder Mütter, die zu Hause bleiben wollen, haben gar nicht mehr die Möglichkeit. Die fühlen sich ja schon gezwungen, ihr Kind früher in den Kindergarten zu gehen, weil die gar keine Garantie mehr haben, dass sie ihr Kind mit 3 Jahren in den Kindergarten geben können zum Beispiel. Das würde
das führt ja auch dazu, wir sind ja im Dauerstress, die Burnout-Statistiken oder Depressionen, und die steigen ja enorm. Das zeigt ja, dass irgendwas in unserer Gesellschaft nicht ganz rund läuft. So, und mit der Digitalisierung, und wenn wir das gut machen, das heißt, wenn viele Menschen on board kommen und daran arbeiten, an sich selber arbeiten und sagen, okay, ich gehe in die Selbstreflexion, ich gucke, was ich kann, ich gehe zu meinem Chef und frage den einfach mal, hast du dir mal Gedanken darum gemacht, was wird passieren, wird die Firma das existieren noch in 10 Jahren, ist das dein Plan, wie sieht der aus, welche Systeme können wir implementieren, damit mein Job oder der Job von allen gesichert ist, wir aber trotzdem uns anpassen an die Wirtschaft, die da draußen gebraucht wird. Und das gibt natürlich auch wieder Zeit für uns. Arbeiten würde nicht mehr sein, dass wir 8, 16, 20 Stunden am Stück arbeiten müssen in dem Sinne, so wie das, sondern das kann sein, dass du dann nach 3, 4 Stunden flexibel deine Arbeit erledigt hast. Vorher war das so, Arbeit ist du Anwesenheit. Das war Arbeit. Arbeit ist, du bist anwesend an deinem Arbeitsplatz. Diese Definition wird sich auflösen. Es wird sein, Arbeit ist dein Ergebnis, was du lieferst am Ende. Und das heißt, da müssen wir auch gucken, wie erziehen wir unsere Kinder, damit die selbstständig im Team kreativ und lösungsorientiert halt Ergebnisse produzieren, ohne dass es angeleitet ist. So, du hast den, ja. Jetzt, das ist eine interessante Theorie und eine interessante Frage. Mhm. Wenn man jetzt Arbeit über das Ergebnis definiert und dementsprechend auch die Entlohnung über das Ergebnis definiert, wie will man denn bitte schön da eine Relation hinsetzen? Also jemand, der lange für irgendwas braucht, weil es sehr filigran ist, weil es sehr viel Aufwand bedeutet oder, im Vergleich zu jemandem, der halt nach 4 Stunden mit irgendwas fertig ist, was aber eben handwerklich oder arbeitsmäßig eben nicht der gleiche Aufwand ist. Wie wird man das in Relation setzen wollen? Ich kann jetzt auch nur eine Vermutung oder eine Abschätzung geben anhand der Fertigkeiten und Skills, die man gemeistert hat. Wie gut ist man? Zum Beispiel Picasso hat auch 20 Jahre lang gemalt und er kann kann ein Bild in 20 Minuten malen. Das hat aber keinen Wertverlust, weil es nur in 20 Minuten gemalt worden ist. So, es hat einfach eine Wertigkeit, das Ergebnis, was man gebracht hat, weil man es über lange Zeit geübt, trainiert, sich fortgebildet und ausgebildet hat. Man hat Zeit investiert da drin. Heißt nicht, dass das Ergebnis, weil man es in einer kürzeren Zeit abgeliefert hat, zum Beispiel, dass es weniger wert ist. Das sind aber auch, das ist eine gute Frage, wie definiert man das im Wissenszeitalter? Wie definiert man das, wo das Wissen sich eine Halbzeitwert hat und wirklich ganz rapide runtergeht, weil es einfach enorm da draußen vorhanden ist und immer mehr wird? Ja, und halt auch von vielen Leuten darauf zurückgegriffen werden kann, was andere ja schon gemacht haben, was andere schon gewusst haben. Genau. Also auch da beispielsweise, du hast gerade vorhin gesagt, Spotify, gutes Beispiel, Spotify, du zahlst ein paar Euro im Monat, hast 50 Millionen Songs frei, würdest aber Jan-Henry Baum beispielsweise da nicht finden können, weil er nämlich bei Spotify nicht gelistet ist. Mhm. So, jetzt leistet er aber ziemlich gute Sachen, ja. Wird aber, und selbst die Leute, die bei Spotify gelistet sind, können ja von dem wenigen Geld, was da überhaupt umgesetzt wird, nachher auch gar nicht existieren. Da können wir ja zum Glück sagen, dass es nicht nur die Plattform Spotify gibt, sondern dass es dann Lokalitäten gibt, wo Herr Baum dann auch auftreten darf und kann und dann halt auch sich bekannter machen kann. So, es ist ja nicht nur ein Zugang. Wir dürfen auch flexibler sein. Wir brauchen nicht nur einen Zugang zu einem Thema. Wir können sagen, okay, es gibt die digitale Plattform, welche Plattform gibt es da, wie kann ich da Zugriff haben? Es gibt die lokalen Plattformen, bleibe ich in meiner Stadt, bleibe ich in meinem Land oder gehe ich international? Da gibt es ja mehrere Wege, die jeder sich ja aneignen kann oder nachfragen kann, wie komme ich da hin? Das obliegt ja einem selbst, wie viel Zeit er investiert, sich weiterzubilden oder die Möglichkeit. Ja, aber auch Wissen ist ja so eine Sache. Also ich sag mal, wenn ich an meine Kindheit denke, da musste man in die Bücherei oder hat ein Buch gekauft und dann hat das Wissen, was einen interessierte, einen gewissen Wert gehabt, weil man dieses Buch gekauft hat. Heute klicke ich auf Google, kriege zig Angebote, Informationen, die mich erstmal nichts kosten. Klar, wenn man dahinter guckt, die gucken natürlich wieder, wo kaufe ich ein und. Aber im Endeffekt kriege ich ganz, ganz viel Wissen
für fast nichts. Ja, das wird auch mehr und mehr werden. Das heißt, man kann selber entscheiden. Man darf sich als Person auf ein Thema spezialisieren zum Beispiel und sagen, das ist ein gutes Beispiel. Wir kommen in Krefelder Bahnhof an und wir können jetzt sagen, wir laufen zu Fuß. Das ist jetzt die eigene Wissensbeschaffung zum Beispiel. Und wir laufen jetzt bis zur Rheinstraße oder bis zu uns nach Hause. Das dauert länger, ist Zeit, das erfordert Einsatz von uns. Oder wir steigen uns ins Taxi. Das wäre dann zum Beispiel neben eine Dienstleistung, die dieses Wissen gesammelt hat, die dieses Wissen ausgearbeitet hat und dieses Wissen so rüberbringen kann und zu deinem Vorteil in einer kürzesten Zeit, dann nimmst du dir ein Taxi und dafür bezahlst du halt. So, das ist die Möglichkeit. Man kann, das Wissen steht offen für alle da draußen zur Verfügung. Man muss halt dann gucken, wie, quantitativ und qualitativ, wo kommt das Wissen her? Das ist dann Eigenzeitaufwand, das ist dann die eigene Zeit, die man investiert. Oder man geht wirklich zu Experten, die das, was du suchst, anbieten. Diese zwei Möglichkeiten werden mehr und mehr werden, ja. Gut, diese Möglichkeiten gibt es ja schon immer. Die gibt's, früher gab es sie in Buchform oder wie auch immer, mit Einsatz des Internets ist es insofern schwieriger, die Qualität und die Richtigkeit von Informationen überhaupt zu überprüfen. Ja, also das war früher insofern etwas einfacher, weil nicht jeder einfach alles, was ihm gerade in den kruden Kopf kommt, ins Internet reingeschrieben hat und in die Welt rausgepustet hat. Irgendeine Internetseite zu irgendeinem Thema und mag es noch so hanebüchen sein, rausgehauen hat. Wenn ich heute einen Beleg dafür haben will, dass die Erde eine Kugel ist, kriege ich den im Internet genauso wie den Beleg dafür, dass die Erde eine Scheibe ist. So, wie wird das in Zukunft sein? Wie werden wir als Gesellschaft oder auch der Einzelne an sich herausfinden können, wo denn jetzt, ich würde gerne ein anderes Wort benutzen, aber mir fällt keins ein, wo denn die Wahrheit liegt? Was denn jetzt wirklich so ist, wie es ist? Ne? Oder was wirklich so? Ich glaube, das wird eine Frage sein, die die Menschheit ihr Leben lang begleiten wird. Ich denke einfach mal, da muss man die Realitäten einfach der einzelnen Person akzeptieren und gucken, was passt in dein eigenes oder in das eigene Leben, womit fährt man am besten. Also es hat für meine berufliche Auswirkung oder meinen Freundeskreis keine Auswirkung, ob die Erde rund oder flach ist, sage ich jetzt einfach so. Ich suche mir dann den Kreis, Freundeskreis oder Bekanntenkreis, wo ich dieses Thema dann halt diskutieren kann. Und wenn ich dann 10 habe, die sagen, die Erde ist flach, super, lass sie sich drauf feiern. Also mich stört es nicht. Also genauso wie wenn jetzt, wenn ich aber jetzt eine wissenschaftliche Arbeit schreiben will mit wissenschaftlichen Studien, dann hat man automatisch bei diesem Prozess sowieso andere Zugänge zu Wissen, weil man sich ja dann an Universitäten zum Beispiel wendet, an Professoren, an Forscher und Wissenschaftler, wo man dann halt auch sagt, okay, mit welchem Experiment wurde denn rausgefunden, dass die Erde rund ist? Kann man ja dann rausfinden zum Beispiel, ja, und dann ein Gegenexperiment machen. Aber in der Tat ist es ja so, dass wenn du dich dafür interessierst, wenn du die Frage stellst, ist die Erde rund oder flach, aber wenn du jetzt aus irgendeinem Grund für dich beschlossen hast, die Erde ist flach, dann findest du ja diese Information immer und immer wieder bestätigt. Mhm. Das ist ja das, was man als Internetblase, als Bubble bezeichnet, dass du Menschen, die dieses gekauft haben, haben auch das und das und das gekauft. Wenn ich heute bei Amazon eine Punkplatte kaufe, dann kriege ich auf allen anderen Kanälen, wo ich mich sonst im Internet bewege, werde ich über Punkplatten informiert werden. Wenn ich jetzt aber eben nicht nur Punk hören will, sondern ich wollte heute mal Punk hören und morgen möchte ich aber Klassik hören und danach möchte ich Volksmusik hören, dann muss ich aus eigenem Antrieb tatsächlich alles neu und immer neu suchen. Werde aber immer wieder in die alten Muster versucht zurückzubiegen. Vom Internet, von... Ich denke, das ist der aktuelle Stand der Technologie. Ich denke mal, wenn sich das weiterentwickelt hat, wird es auch schneller sein, dass die sich auch an deine Bedürfnisse angepasst haben. Ja, aber das ist genau der Punkt. Du definierst einmal deine Bedürfnisse und wirst sie nie mehr ändern, weil ja alles, was dir angeboten wird, immer wieder in dein Bedürfnis, in dein vermeintliches Bedürfnis reinpasst, in dein vermeintliches Bedürfnisschema, in deine Komfortzone, die du dir da irgendwann mal ausgesucht hast. Ob das die richtige ist, weißt du gar nicht. Das heißt, du weißt gar nicht, dass auf der anderen Seite der Erde Chinesen sind. 3 Milliarden. Ja? Weil du interessierst dich ja nur für das, was sich in deiner Blase befindet. So, und das ist die Gefahr, die ich dabei sehe. Solange das
diese eine Blase das Leben anderer nicht gefährdet oder negativ beeinflusst, ist diese Blase halt eine Blase, in der diese Person sich ja wohlfühlt. Sagen wir es mal so, ne? Ja, das ja, aber das ist ja genau die Gefahr, die dabei besteht, dass sich da halt mehrere Personen drin wohlfühlen, dass so eine Blase wächst und dann die in Anführungsstrichen Wahrheit auf eine andere Seite zieht. Also in eine Richtung zieht, die wir eben als Gesellschaft vielleicht nicht unbedingt so haben wollen. Oder die als neugierige Menschen, die das eben nicht so haben wollen. Nee, deswegen wäre es ja auch toll, dann einen Raum zu schaffen, wo man diese Fragen stellen kann, zum Beispiel, oder dann auch Lösungsansätze bringen darf und kann, wem eine Lösung dazu einfällt oder eine Idee dazu hat. Mhm. So. Und das diesen Raum schaffst du? Möchte ich gerne, ja. Den möchtest du schaffen. Physisch oder wie soll er sich darstellen? Ich bin jetzt gerade mit meinen Partnern am Sprechen. Ich habe mir welche Personen gesucht, die auch gerne in diese Richtung gehen. Und wir sind gerade an einem Plan dran, Wissensplan sozusagen, ein Blueprint sozusagen, was wir genau machen würden. Ich würde gerne Interviews führen, einmal mit Wissenschaftlern, einmal mit Anwälten, dann Privatpersonen, junge Start-ups, die sich halt, die das neue Medium für sich gewonnen haben und einfach kreativ und innovativ damit umgehen werden und einfach die interviewen und gucken, welchen Blick auf die Dinge haben die. Weil ich denke, je mehr wir wissen, wie die einzelnen Personen, die in diesem Wirkungskreis sind, oder damit arbeiten, das einschätzen, haben wir eine größere Möglichkeit, für uns selber auch einen Weg da drin zu finden, zu gucken, cool, den Ansatz finde ich cool, den kann ich implementieren in mein Leben oder den kann ich dann meiner Familie weitergeben oder meinem Chef weitergeben und sagen, guck mal, das gibt es, sollen wir uns da nicht weiter informieren. Mhm. Also du willst es tatsächlich physisch machen, ja. Mit Menschen in 1:1 Kontakt treten und das nicht nur übers Internet oder übers Handy, sondern tatsächlich im Real Life 1.0. Genau. Nein, wenn es möglich ist, natürlich in Real Life, so wie hier. Wenn es nicht möglich ist, und dann kann man die Technik nutzen und das will ich dann auch. Und dann kann man das einfach über Skype machen und dann hat man das Interview trotzdem. Es soll ja nicht daran scheitern, dass man jetzt einfach am Ende der Welt ist und ich hier zum Beispiel und nur deswegen wir das Interview nicht führen können. Mhm. Dafür haben wir das Internet, dafür haben wir die Technik und die sollte man nutzen. Und jetzt ein Abschlusssatz, was du uns allen hier sozusagen empfiehlst für die Zukunft. Wieder dieses Planned before you get planned. Also es ist so, die Veränderung steht vor der Tür. Jeder Einzelne von uns ist da betroffen und jeder kann für sich entscheiden, ob er sich dieser Thematik öffnet oder nicht. Und es wäre schön, wenn man sich aus diesem Gespräch, was gerade stattgefunden hat, vielleicht einen Aspekt mit nach Hause nimmt und einfach mal darüber nachdenkt und schaut, welche Wirkung wird es auf das eigene Leben haben. Das ist ein schönes Schlusswort. Danke. Nina Belefanti. Vielen Dank. Danke. Also, schöner könnte ich es eigentlich nicht sagen. Eigentlich wünsche ich mir ja immer, dass jeder, der hier ist, von jedem unseren Gesprächen sich einen Aspekt mit nach Hause nimmt und sagt, ach, das war aber schön. Und im besten Fall auch noch anderen davon erzählt und die dann mitbringt und so weiter und so fort. Aber lassen wir das. Das kommt irgendwann noch. Wir sind am Ende unserer Show. Oh. Ja, schade. Ja, ich finde es auch total traurig. Aber es gibt natürlich noch mal ein bisschen Musik. Und unsere nächste Show ist am 9.4. April, ja. 9. April. Wieder hier, wieder dienstags. Gucken Sie doch mal wieder rein. Ne? Und wir hören jetzt noch mal ein bisschen Musik von Jan-Henry Baum. Still in love, so are you. Just couldn't find
two of us could make it work someday. The times are coming, times will go. Or maybe something fills that hole. Or maybe someone will find a way. Convince my happiness to stay. But times are coming, times will go. Or maybe someone fills that hole. Or maybe I can find a way. Convince my happiness to stay. Till I'm satisfied, I will find a way to live my dreams and I will succeed. My dreams might change and progress. I won't give up, I will proceed. When times are coming, times will go. Or maybe something fills that hole. Maybe someone will find a way, convince my happiness to stay. But times are coming, times will go. Or maybe someone fills that hole. Maybe I find a way, convince my happiness to stay. Vielen Dank.